Das hier sind die erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Wenn man einmal genauer hinschaut, dann bemerkt man sehr schnell, dass die fast alle einem bestimmten Genre zuzuordnen sind, nämlich dem Genre Fantasy. Klar, bei Frozen, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten und da werden einige sagen, naja, das ist ein animierter Kinderfilm mit einem sprechenden Schneemann. Aber mal ganz ehrlich, so sehr anders als diese anderen erfolgreichen Fantasy-Filme ist es dann irgendwie doch auch wieder nicht. Denn auch in diesen anderen Fantasy-Filmen gibt es oft fantastische Superkräfte, Fantasiewelten und überhaupt ist diese ganze Welt ganz schön anders als unsere. Warum ist genau sowas so erfolgreich? Darum geht's heute in diesem Video. Kurz vorneweg, ja, es gibt auch das Genre Science Fiction oder Sci-Fi. Da geht es meistens um eine mögliche entfernte Zukunft. Ganz oft irgendwie auch um Fernreisen ins All oder neue krasse Technologien. Das ist übrigens gar nichts Neues. Hier seht ihr mal krasse Science Fiction von vor über 100 Jahren. Da wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2000, also mittlerweile vor 23 Jahren, geflügelte Cops uns im Himmel stellen. Ist nicht passiert, sag ich mal. Das, was in Science Fiction so vorkommt, ist ganz ähnlich wie in dieser Oldschool-Variante eine vorhergesagte Zukunft der Autorinnen und Autoren. Und das ist ganz oft eine nicht gerade wahrscheinliche Version der Zukunft. Daher entspricht es auch einfach der Fantasie der Autorinnen und Autoren. Und deswegen rechne ich es in diesem Video der Einfachheit halber mal dem Genre Fantasy zu. Jetzt aber zur eigentlichen Frage. Warum sind Geschichten, also Bücher, Filme oder auch Spiele, in denen nicht reale Elemente vorkommen, eigentlich so erfolgreich? Dafür gibt es tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe und ein paar wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Der nächste coole Ausflug oder Urlaub ist noch gefühlt eine Ewigkeit entfernt und draußen ist nur mieses Wetter und grau. Da träumt man sich doch gerne weg in die Welt von Avatar, in der es wunderschöne Landschaften gibt. Oder auch die eigene Schule, die ist zwar vielleicht gefühlt im letzten Jahrhundert erbaut worden, hat aber ansonsten optisch wirklich nicht viel zu bieten. Auch da ist man natürlich gerne im Kopf in Hogwarts unterwegs, diesem wunderschönen alten Schloss, in dem es nicht nur sprechende Gemälde, Hausgeister, sondern eben auch sich selbst bewegende Treppen und noch viele weitere Geheimnisse gibt. Ihr merkt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Durch Fantasy-Welten können wir unserem eigenen, manchmal auch grauen und langweiligen Alltag entfliehen und in eine Welt eintauchen, in der das Leben irgendwie spannender, bunter oder einfach schöner dargestellt wird. So schön übrigens, dass im Zusammenhang mit Avatar The Way of Water sogar von einer Post-Avatar-Depression die Rede war. Leute, die den Film gesehen hatten, waren danach richtig enttäuscht von unserer realen Welt. Die ist zugegebenermaßen gerade in den Wintermonaten irgendwie eher grau und kann einfach nicht mit dem Pflanzenreichtum der Avatar-Welt mithalten. Daran merkt man auch schon, dass dieses Raus aus der realen Welt wirklich zum Problem werden kann. Man nennt es auch Eskapismus. Es wird dann zum Problem, wenn man immer mehr in so eine Fantasy-Welt abtaucht und irgendwann dann gar nichts mehr mit der realen Welt zu tun haben will oder damit gar nicht mehr klarkommt, denn die geht halt leider einfach nicht weg. Hin und wieder in Fantasy-Welten abzutauchen ist aber ganz normal und ja auch was wirklich sehr Schönes. Was haben Harry Potter, Spider-Man, Rey aus Star Wars oder auch Katniss Everdeen aus den Hunger Games gemeinsam? Am Ende sind alle krasse Heroes, fangen aber als totale Underdogs an. Harry Potter lebt unter einer Treppe, hat super ausgeleierte Klamotten und auch noch eine Brille, die mit Tesa geklebt ist. Peter Parker, aka Spider-Man, ist eigentlich ein ziemlich schmächtiger Typ und Rey und Katniss führen auch ein Leben, um das sie gerade nicht unbedingt zu beneiden sind, zumindest zu Beginn der Serien. Dieses Motiv zieht sich ganz oft durch das Genre Fantasy. Die Heldinnen und Helden sind eigentlich wie wir, vielleicht sogar noch viel schlechter dran und trotzdem wird am Ende was ganz Großes aus ihnen. Sie setzen sich gegen alle möglichen Widersacher und auch Hindernisse hinweg und obwohl sie eigentlich keine große Chance haben, schaffen sie es am Ende. Die Bösen hingegen, die haben in der Regel mehr Macht, mehr Möglichkeiten oder auch mehr Geld. Das haben wir super anschaulich auch in der Hunger Games Saga mit Katniss Everdeen gegen das Kapitol oder natürlich beim kleinen Hobbit Frodo. Und wir lieben das. Wir lieben es, mit den Guten mitzufiebern, auch wenn deren Chancen vielleicht gar nicht so gut stehen. Denn die Guten, die sind irgendwie ganz normal, fast schon wie wir. Und genau darum geht's. Wir können uns mit Heldinnen und Helden aus Fantasy-Abenteuern oft sehr gut identifizieren. Denn auch wir selbst fühlen uns vielleicht manchmal wie Außenseiter oder haben das Gefühl, machtlos gegen irgendwas zu sein. Und in Fantasy-Welten sehen wir dann, dass Charaktere, die sind wie wir, trotzdem triumphieren können. Das macht uns Mut und das lieben wir natürlich.
Dadurch, dass wir uns so gut mit den Heldinnen und Helden identifizieren können, können wir uns auch ganz schön viel von ihnen abschauen. Im Alltag passiert es ganz unbewusst. Da fragen wir uns in schwierigen Situationen vielleicht auch mal, was würde denn jetzt der Held oder die Heldin in dieser Situation machen? Wir nehmen auf jeden Fall einiges an Werten für unseren Alltag mit. Ganz hoch im Kurs steht in Fantasy-Abenteuer zum Beispiel das Thema Freundschaft und Treue. Denn unsere Heldinnen und Helden können zusammen mit ihren Freunden einfach alles schaffen. Dadurch lernen wir zum Beispiel, wie wichtig es ist, füreinander einzustehen. Und auch von den Bösen schauen wir uns in Fantasy-Abenteuern einiges ab. Wir sehen ja, wie die mit ihren Untergebenen umgehen, in der Regel nicht gerade freundlich, und lernen dann, aha, so sollte man nicht miteinander umgehen. Auch wenn Fantasy-Welten ganz oft sehr weit von unserer realen Welt entfernt sind, können wir das, was zwischenmenschlich in diesen Welten passiert, also wie die Charaktere miteinander umgehen, ganz oft eins zu eins auf unsere Welt übertragen und lernen dadurch ganz schön viel für unseren Alltag. Von den Guten schauen wir uns ab, wie man sich idealerweise verhalten sollte, und von den Bösen, wie man sich vielleicht eher nicht verhalten sollte. Und das können wir dann in schwierigen Situationen im Alltag tatsächlich anwenden, zum Beispiel, wenn wir einen Hasskommentar auf TikTok sehen oder jemand im Klassenchat beleidigt wird. Was viele Menschen außerdem an Fantasy-Abenteuern und vor allem den Fantasy-Welten schätzen, ist, dass sie nicht enden müssen, nur weil eine Buchreihe oder eine Serie zu Ende ist. Denn man kann sich entweder selbst im Kopf dahin träumen und seine eigene Story kreieren, oder man beschäftigt sich einfach mit Spielen, die sich mit der Fantasy-Welt auseinandersetzen, oder Fanfictions. Außerdem entstehen zu ganz vielen Fantasy-Welten auch richtige Fan-Communities, in denen man sich dann über die Welten, ihre Bewohnerinnen und Bewohner und so weiter austauschen kann. Da entstehen auch manchmal richtig verrückte Theorien, über die man viel diskutieren kann und dabei richtig Spaß hat. Fantasy-Welten können so für uns, zumindest in unserem Kopf, ein richtiger Safe Space, ein Zufluchtsort werden, der immer für uns da ist. Und das gibt uns natürlich Sicherheit. Was ist deine liebste Fantasy-Welt und hast du dich in den Punkten aus dem Video gerade wiedererkannt? Schreib es uns gerne in die Kommentare, lass ein Like oder Abo da, wenn dir das Video gefallen hat, und schau mal in die Videobeschreibung, denn da habe ich dir einmal verlinkt, wo man coole Fanfictions finden kann und wo es die krassesten Fantheorien gibt.